Hands up, then we gonna drop. Hallo Genosse, mein Name ist Juri Petrov. Ich bin der stellvertretende Kommissar und werde deinen zweiten Schulungstag leiten. In letzter Zeit haben wir vermehrt Schmuggleraktivitäten der Gen... Ich kann das nicht lesen, weil es einfach zu schnell ist. Aber rennen zu schnell! Es ist 5 in der Früh, wir haben einen Kaffee gehabt! Halt dein jetzt! Weil sonst komme ich in dein Poster und reiß die Sau lang bei dir ein, bis das Gift aus die Augen rausgekommen! Du russischer Fui! Auf Herrn Basis. Der kann nicht aufhören. Der kann nicht aufhören. Nemvinica, Nuracho Kontrabandu, Ashayadic, Ach, Akaristanska. Was ist denn das? Gute Nacht, Riot Gaming. Geh schlafen. Komm, Gitterbettsperre. Ich weiß, Mama hat schon gesagt, das Flascherl ist fertig, das darfst du jetzt noch austrinken. Dann klopft sie dann noch so lange auf den Budel. Dann klopft sie dann noch so lange auf den Bugel, bis du dir auf die Oberschenkel speibst und dann darfst du linken. Dann legt sie die nieder, gell? Muck Return. Das ist aber ein süße kleine Kaffeetasse. Ich weiß, ich stehe drauf. Ist ja überhaupt keine Eigenwerbung. Also wirklich, das hätte ich niemals machen. Eier reißen auf Ehrenbasis, ja? So. Also ich muss jetzt Schmuggler irgendwie. Winke das erste Fahrzeug zur Kontrolle. Komm einer. Aber dann geh weiter jetzt! Ist das eine Frau? Nein. Oder haben sich die Entwickler keine Haarleisten können von den Leuten? Die haben alle einen Glotzen, Alter. Alter Schwede, Mengen von Kfz sind kein Grund, um die Leute zurückzuweisen. Oh, sieht aus, als hätten wir unsere Verdächtigen hier. Er soll das Fahrzeug verlassen. Außer aus der Hitten, oder ich schieße dich mit der Kalaschnikow über den Haufen! Dankeschön. Schmuggler markieren mit einem Schlangenzeichen, wo Schmugglerware versteckt ist. Wo, mein Freund, wo hast du deine Drogen? Wahrscheinlich nur Zigaretten oder amerikanische Unterwäsche. Schlangenzeichen. Ich werde gleich deine Schlange wirken oder ich werde es da anschneiden und dann wärst du in den Arsch dran. Wo ist dein Schlangenzeichen? Ich finde das schon, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, Alter, was ist denn das für ein komischer Kofferraum? Hör mich da rein, ich sehe kein Schlangenzeichen. Schlangenzeichen. Ja. Wo ist denn da was? Das ganze Auto schaut aus wie ledrige Schlangen. Innenverkleidung der Türen habe ich auch schon geschaut. Du hast da ein Schlangenzeichen gesehen, jetzt legst du mir mal. Warte, Alter, Junge. Ich finde das schon, dann macht dir keine Sorgen, Alter. Und dann nehme ich die auseinander, Alter. Ich habe Minimum 600 Gegenstände allein ich an dem Gelände, wo ich da so richtig rektal einführen werde. Wenn ich draufkomme, dass du da irgendwas über die Grenze schmuggeln willst, du kleiner ehrenloser Bastard! Schau mal in die Augen, wenn ich mit dir rede! Der da drüben hat dich nicht zum Interessieren! Da sind wir! Dankeschön! Warum darf ich am KV stetschen gehen? F drücken. UV? Halt die Gauschen, ich hab schon gesehen. Ort, an dem Schmugglerware versteckt wird, an diesen Orten kannst du auch Schmugglerware finden. Doch, was ist denn das? Ist das der Auspuff? Der Tank! Motor, Heck, Kotflügelreifen, okay. So, jetzt brauchen wir Werkzeug. Nimm das Messer vom Tisch. Oh, mein Freund, ich werde jetzt dein Auto zulegen. Wisst ihr, was mich fasziniert? Dass ich ihm keine Ochter anlegen darf, Alter. Der steht da deppert neben, da kommt mir jetzt genauso gut mit einer Glocke in die Schädeldecken ballern, während ich da drin umeinander schnitz in sein Auto. Nein, der steht einfach neben. Er probiert dann nicht einmal flüchten. Kein Eins. Ja, und das für ein geiles Messer, Alter. Warte mal, wir testen jetzt was aus. Hoppala. Okay. Ich hätte es mir eigentlich denken können. Dass es möglich ist.
Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gehört, ich hab nichts gesehen und ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sag nichts. Was einführen jetzt schon wieder? Ja, läuft, ja, Alter, beim Polizeisimulator, Alter, da ist wenigstens nur das Schichtende, jetzt kann ich wieder alles machen, oder was? Bin ich jetzt im zweiten Tag wieder oder noch immer im ersten Tag? Ich hab gerade unabsichtlich einen Schmuggler angestochen. Nein, es ist wirklich der zweite Tag, oder? Schmuggler, ja genau. Wir vermuten, dass der Fahrer, der gestern nicht zur Kontrolle angehalten hat, versuchen wird, die Grenze zu überqueren. Batjel, Zulassungsnummer. Alter des Fahrers 42. Einer unserer. Okay, also ich muss mich jetzt einmal auf die Fahrzeugnummer und einmal aufs Alter von der Person konzentrieren. Und ich sollte, wenn möglich, nicht anstechen. Okay, dann hätten wir das Thema geklärt. Ja, Alter, ich hab's ja nicht gewusst. Ich hab mir gedacht, ich will ihn zur Rechenschaft ziehen. Schau, auf einmal hat er sich hochwachsen lassen. Da ist er. Ich hab gestern deinen Kollegen unabsichtliches Pfeil in den Kopf gehauen. Stört dich eh nicht, oder? Na, passt, dann hätten wir das auch ausgeredet. So, F für fick dich. Passt, Hammer. So, wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Ich brauch ein Messer rein, nicht so viel! Ich probier diesmal eh nur im Polster aufschneiden und nicht seinen Kopf! Hallo! Jetzt geben sie mir kein Messer mehr. Also das, ich hab's ja eh schon gesehen. Ich glaub, jetzt krieg ich nur noch Butter mehr. Das ist ein Plastikmesser. Ja, damals war das noch nicht so umweltschädigend. Ja, danke, sehr schön. Lass mich mein Messer holen, ich muss ja mit aufarbeiten. Ich für Inventar. Gebet's, wie Inventar. Der will auch ein Messer schmecken. Na, Alter, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Wie ist das, wenn ich einen Kollegen ein Pfeil in die Kniescheiben habe? Nein, ich darf nicht. Es ist gerade verlockend. Einfach weil Sowjetunion, Russisch, 80er Jahre, einfach alles ist da eine reine Parodie eigentlich auf die Grenzkontrollen der 80er Jahre in der Sowjetunion. Und da ist man halt schon versucht, dass man seinen Kollegen, der was da deppert auf dem Bankerl sitzt und mit dem Finger in seiner dreckigen Nase bohrt, während er illegale Drogen konsumiert, einmal ein wenig die Kniescheiben ausschneidet. Du hast was für dein Geld, auch du Rotz! Ja, das ist ja der Ole, schon der Ehrmau, Alter. Der weiß sowieso nicht, der ist so voll fett. So, ich schneide jetzt den Bus da auf. Wie? Ach du heilige Scheiße! Wie kann ich das Messer wieder weg? Kokain! Darf ich ernst ziehen? Oder? Schauen wir mal unter die Motorhaube. Kann ich da jetzt allein ziehen oder was? Dann fliege ich so um. Na, Kollege. Was haben wir da wieder Schönes? Ich habe wieder Schlangenzeichen. Ist kein Schlangen. Ah, da ist er. Schau da. Kokaina. Was eh? Versteckte Schmu. Ich hab's doch gesehen. Ist nicht mehr versteckt. Danke. Diensthandbuch. Du findest Musterkontrollmaterial in dem Diensthandbuch. Musterkontroll, wow. Erkennung von Schmugglerware. Werkzeuge. Es gibt verschiedene Arten von Werkzeugen, die du brauchst, um Schmugglerware zu finden. Klingen schneiden Polster und Reifen, stumpfe Werkzeuge zerlegen das Äußere eines Fahrzeugs. Äxte kombinieren die Wirkung von Klingen und stumpfen Werkzeug. Schaufeln werden verwendet, um lose Ladung zu durchwühlen. Und mit Gabel kannst du Heu durchsuchen. Werkzeug nutzen sich ab. Denk daran, die regelmäßig in Flats laden einzudecken. Alter! Ich muss fürs Werkzeug für die Grenzkontrolle sorgen. Was ist mit euch los? Ich muss das komplette Auto zerfledern dann. Ja, da war ein Munition-Ding dabei, schaut's, ein Schuss. Bin da keine geschossen, wenn's uns reißt, wissen wir, ob Kokain drin war. Ui, Kisten. Alter, ich werde mich so ausleben. Ja, was mach ich jetzt mit dem? Du kannst den Bastard jetzt verhaften.
Barasto, Zipka. Du ganz den Bastard jetzt. Was hat er jetzt gesagt zu mir? Arrestzelle. Hier werden Kriminelle festgehalten, die auf den Transport ins Arbeitslager warten. Baue das Gefängnis aus, um die maximale Kapazität zu erhöhen. Wieso muss das also ich machen? Alter, ich bin ein Grenzkontrolleur. Ich bin nichts der Präsident, Alter. Was ist denn da los? Muss ich alles finanzieren, Alter, mit meinem Hungerlohn? Ja gut, schaust du aus, Alter. Freu dich aufs Intervenierungslager, Alter. Na, selber schuld. Da kannst du hakeln, Alter. Du wirst bei den Stadtgärtnereien ganz normal die neuen Kreisverkehre mit Blumen eindecken. Das verspreche ich da. Ich werde die Sau lang Blärmel setzen lassen, bis du Blüten speist, du Rotz. Passt, wir haben uns ausgeredet. Dankeschön. Kann ich mir jetzt noch immer ein Messer im Bauch haben? Kurz testen. Okay. Fürchte nicht, das war nur ein Test. Was haben wir da schon wieder? Wie kann ich das ausbauen? Das ist ja mal richtig magere Arrestzelle. Wie viele Leute haben da drinnen so einen Platz? War? Drei? 16? Drei. Okay. Hier kannst du dein Werkzeug, Waffen, erbeutete Schmugglerware und Handelswaren abgeben. Bau das Lager aus, um mehr Gegenstände zu lagern. Denk daran, dass alle losen Gegenstände verloren gehen. Du kannst ausgewählte Gegenstände aus dem Inventar oder direkt aus dem Polizeiauto mitnehmen. Schnelles Verschieben von Gegenständen zwischen Fenstern. Aha, okay. Was ist das? Ich weiß nicht, was CRTL ist bei mir. Ich habe eine neue Tastatur da oben. Und ein bisschen Kokain im Lager, das passt ja. Markwey, strick. Hab ich gedruckt? Aber okay, danke. Bla bla bla, danke für die 100 Bits. Liebe geht raus, Leute, ihr braucht jetzt schon wieder einen Hype-Train starten. So, was mache ich jetzt mit seiner Kiste? Kann ich jetzt verschrotten oder was? Und wo ist der Laden, wo ich Werkzeug kaufen soll? Und mit ihm schon wieder, oder mit dem Nasenbohrer? Der Hund huckt da seit einer halben Stunde und tut nichts. Was weiß ich du? Prüfbereich leeren. Ah, das ist mein Haus- und Hoftadel. Bla bla bla, danke nochmal für 100 Bits. Jetzt huckt er wieder deppert da. Also. Jawohl! Alter, ich werde mich gleich so. Alter! Ich werde mich gleich so austern, wo ist der nächste, Alter? Ich werde deinen Bus austern. Entschuldigung, ich muss mich zusammen. Ich bin Grenzbeamter. Ich habe ja eine gewisse. Ich will ja, dass alles gut verläuft. Ganz vorsichtig, wir sind liebevoll. Also, ich begrüße Sie. Entschuldigung. Was soll ich machen? Es tut mir echt leid, es tut mir wirklich leid. Wirklich. Hoppala, da! Reifendruck war auch mal nicht schlecht, wenn du guckst, ha? Ich wollte es nur mal gesagt haben, es tut mir echt leid. Schau dir das an, dein Licht ist auch hin, du Rotz! So kannst du nicht einmal anfahren, was ist denn da los? Geht mir nicht ein, sowas. Alter, und das würde ich auch mal kontrollieren. Das ganze Blech da hinten fängt er ja zum Rosten an. Lass mich allein. Hörst du gleich Geist, oder was? So, alle benehmen, Leute. Ich kann nichts dafür, dass der sein Auto nicht unter Kontrolle hat. Ich begrüße sie auf jeden Fall. Warte mal, wen muss ich alles finden? Ich glaube, der war nicht auf der gesuchten Liste, oder? 42. Naja, du schaust mir schon. Schaust mir schon alt aus, Haberer. Hier sind meine Dokumente, ja, Alter. Ich bin hier Lilliput oder was? Was ist denn da los? Okay. Wir gucken einmal, was der so Gutes. 31. Juli 23 und wir haben 81. Und ich kann einen Schaß lassen, der was stinkt wie ein hinniger Hütte. Ah, ich bin jetzt gerade nicht so gut. 23. Nee. Der ist viel älter. Der ist schon über 50. Der ist 58.
Foto. Ja, auch wieder recht. Samir Polat, Samir Polat, der Ausweis. 11. November 80 ist angelaufen. Einreiseerlaubnis ist angelaufen. Was wir machen? Warte mal das Foto an, einmal kontrollieren. Ich bin mir bei dir nicht so sicher, Haberer. Das sind verschiedene Leute, das werden wir bei anstanden. Foto, Haltbarkeitsdatum, Name passt. So, Kollege, das war's für dich. Und das nächste Mal, wenn du kommst, hätte ich gern, dass der Reifen Luft drin hat. Jetzt verpiss dich aus meinem Gelände, Alter. Weil es kein Einweis, Alter, was angelaufen ist, du Taudel. Geh Luft kontrollieren. Name ist falsch. Diese Wurst ist ja angelehnt worden. War es jetzt die richtige Prüfung? Ja. Gerechtfertigte Ablehnung. Siehst? Ja, wo haben wir den zweiten Kollegen? 42 muss er sein. Eieieiei. Was hat denn der mit? Hege, danke für den Sub. Leute, Alter, jetzt startet sich schon wieder ein Hype-Train, ihr Gestörten. So, Kollege, gib mir mal deinen Boss her. Nimm das aber, was? Gehen wir in den Arsch. Wir rätseln damit leer. So, was haben wir da hinten drin? Okay, der ist leer. Mal ganz kurz gucken. 40, 41, der ist gerade. 41 ist da ein Winkel, aber ist das wurscht, weil. Alter des Fahrers 42, ja, dann ist er noch. Er ist noch 41. Nein, ja, sicher. Ein Glück gehabt, sonst. Also, Name passt. Ausweis passt. Gültigkeit passt auch in beiden Fällen. Sehr gut, da. Nimm deine Papiere, aber hurtig, genehmigt. Tschüss. Nimmst du das auf? Nimmst du das auf, Martin? Was ja auch, ihr könnt's klippen. God Revenge, danke für die 1000 Bits! Was ist Land da falsch? Alter, Subs, geht's dir gut? Was? Gültige Einreise? Was hast du? Also, ihr seht's das nicht. Ich muss das alles ein wenig weiter übersetzen, weil das steht genau da oben mir. Gültige Einreise ist gestanden, da war alles richtig. Leute, Rekuborn, danke für die 100 Bits! Sieht man das jetzt noch? Beim nächsten seht's das. Ich hab meine Kohle gekriegt dafür. Von wo hast du Steiermark? Kommst. Das geht dir einen feuchten Scheißdreck an, du perverser Hund. Du wirst nur meinen Ohrlappel schnüffeln, du reiniger Botzen. Leute, Level 2 auf 17%. Ich küsse eure Herzen. God Revenge, Liebe geht raus. Heute entscheidet sie, wer die Zippos kriegt. Alter, der Hund mit seinen King-Koteletten, Alter, was ist denn mit dir los? Haber aus der Winkel zu viel, Alter. So, hast du mir gerade X-Men geschaut oder was? Du kleiner Wolverine für Arme, schaut sich den an, Alter. Du, Wovani, danke für den Beat, Starlord, Moino! Warum habe ich jetzt auf einmal so komische Musik? Ich fürchte mich gerade, Winkel. Ich glaube, da geht's gleich richtig rund. Mal ganz kurz kontrollieren da. Aha, aha. Alter, komm, wie alt bist du denn, Haberer? Zerkehrt deinen Ausweis. Dreh nicht zu viel! Es ist notwendig, du bist an der Grenze, du Wappler! 38, 81, passt, der ist 42. 8. Ja, der ist 42. Wir haben ein. Nein. Nein. Ui, sicher. Noch ist er 42, oder? Bin jetzt deppert, der fährt an Lada, Tiger, ja? Leute, Alter, in Kopfrechnen bin ich gerade ein Noob. 1938, wir haben 1981. Er wäre theoretisch 43, aber erst im Mai. Er ist. Ja, jetzt wissen wir es. Er ist. Na, gültig bis. Erst im Oktober. Er ist. Nein, er ist 42, Puberzen. Im Oktober 81 würde er 43 werden. Er ist noch 42. Ja. Nichts da verarschen probieren. Der Pass gilt und alles. Da ist alles erlaubt, Alter, aber die habe ich schon. Entschuldigung. Ich wollte nicht aufstehen! Der Kniescheibe gefällt mir aber nicht so! Was? Was?
Hast du gut. Hast du. Alter! Komm! Alter, nein, jetzt nehme ich es persönlich. Komm her, Alter. Jetzt nehme ich es persönlich, Alter. Ich finde alles da herin, Alter. Da kann der sicher bist, du kleiner Wichser. Der Hund, Alter, da haust du ihm nur ganz zärtlich aufs Knie scheinern, schauen, ob sein Reflex noch funktioniert, Alter. Und dann kommt er mir gleich so deppert, Alter. Glaub ich spinn, Alter. Was ist denn, Avera? Red Deutsch mit mir, du Wichser, du Angeschissener! Was ist denn? So, jetzt haben wir uns wieder alle leicht beruhigt jetzt. Ich weiß, wir haben beide Fehler gemacht. Okay, ich entschuldige mich für meine Fehler, du entschuldigst dich für deine Fehler. Ist ja jetzt wurscht, ob dein Kniescheiben zertrümmert ist oder ich dich mit der Heikobene angestochen habe und dein komplettes Auto gerade so weg habe. Ich war leicht angespannt, okay? Ich habe keinen Süßstoff für einen Kaffee in der Früh gehabt. Man muss ja irgendwo Verständnis für mich haben. Dankeschön. Also, ich hätte jetzt einmal gesagt, sie steigen ganz kurz aus, ne? Jetzt, uninteressant, dass die Kniescheiben zertrümmert ist. Genau, so. Jetzt, wir bleiben alle ruhig, kontrollieren wir die Pisten einmal ab. Wie schauen wir aus, ne? Haben wir da irgendwo... Hege, danke für den Fünfer-Sub! Wo ist da das Schlangenzeichen? Kollege, komm, verarsch mich nicht. Sag mir's gleich, dann da sparen wir uns die... Ah, da haben wir schon. Enkeles Kopfpolster aufschneiden. Aha, Munition, sehr gut. Ach du Scheiße, Handgranaten. Ja, ich habe ein paar Stück von diesem und jenem. Nimm das Geld und lass mich gehen. Nimm ich auch gern. Dankeschön. Tschüss, hat mich gefreut. 300? Haut schon hin. Man kann sich immer einig werden, hätte ich gesagt. Tschüss. War eine super Sache. Ich weiß, Bestechungsgeld angenommen, grün. Ist grün! Famis, danke, Leute, los sind heute schon ausrennen, ihr geilen Hund! Danke für die Bittis. Nein, wollte nur fragen, weil ich aus Feldkirchen bei Graz komme. Ich nicht. Voll korrupt, oder habe ich vielleicht irgendwann gesagt, dass ich damals in die 80er Jahre während der russischen Grenze gestanden bin, als Kontrolleur, dass ich nicht korrupt war, Leute? Okay, jeder hat seine Vergangenheit, gibt's ja Ruhe. So! Ihr gesagt, zum Lingerasi war mir die, Alter, war ein anstrengender Tag, ich hab ein paar Leute verprügelt, ich hab zum Krüppel drauschen, hab sein Auto zerstört und hab dann noch Geld angenommen von ihm. Ja, die Waffen hab ich auch angezeigt, also von dem her, der hat eh nichts mehr mit zum Transportieren. Plus 400, ein paar beschädigten Autoteile, 11 Stück, meine Güte, das kann mal passieren. Hands up, then we gonna drop. Drop.